mehr weiß, wie es technisch funktioniert, weil er macht das schon sehr, sehr lange und ist sehr erstaunt darüber, dass in den letzten 3 Jahren sich auf einmal alle für sein Fachgebiet interessieren. Schön, dass er heute da ist. Er hat einen kleinen Vortrag dabei und danach sprechen wir noch ein bisschen mit ihm. Der Vortrag trägt den Titel Was ist technisch möglich? Oder AstroTurfing, das musste ich auch googeln, Social Bots, Chatbots. Er kriegt bitte einen Riesenapplaus. Kommen Sie gerne nach vorne. Hallo Bocker, schön, dass Sie da sind. Danke sehr. Freue mich. Danke. Danke. Die Bühne gehört ganz Ihnen. Können Sie mich hören? Geht das? Sind wir hier? Ja. So, Sie hören mich. Das ist die Tasche? Ja, gerne. Super, vielen Dank. Genau, Herr Ostholz hat es ja schon gesagt, ich mache das lange. Ich habe tatsächlich mal in Berlin gearbeitet, das ist 10 Jahre her, das war hier in Berlin bei den Deutschen Telekom Laboratories. Ursprünglich bin ich schon Wissenschaftler oder mein wissenschaftlicher Werdegang ist im Bereich künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Als ich hier bei der Telekom gearbeitet habe, habe ich das Internet oder damals hieß es noch Web 2.0, jetzt sagen wir Social Media, als Forschungsgegenstand entdeckt und habe diese ganzen Machine Learning, KI-Sachen auf das Internet angewandt. Und wie gesagt, jetzt geht es um AstroTurfing, Social Bots und Chatbots und all diese Folien sind auf Englisch, das macht aber nichts, weil Sie hören, ich spreche auf Deutsch. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie die Bilder. Ich brauche hier nicht mehr erzählen, was soziale Medien sind, das wissen wir alle, aber vielleicht lohnt es sich mal anzugucken, welches Volumen diese sozialen Medien erreicht haben. Also Facebook hat zum Beispiel, ich habe das extra Anfang des Monats nochmal recherchiert, mittlerweile 1,9 Milliarden Nutzer weltweit. Bei Twitter sind es 313 Millionen, bei YouTube etwa 1,3 Milliarden, Instagram hat 700 Millionen aktive Nutzer. Bei Facebook werden pro Tag 300 Millionen Bilder hochgeladen, bei YouTube pro Minute 300 Stunden Video. Bei Twitter gibt es 500 Millionen Tweets am Tag und bei Instagram sind es etwa 95 Millionen Bilder am Tag. Und das hier sind die fünf größten menschlichen Gemeinschaften auf dem Planeten. Facebook reigns supreme auf Platz 1, 1,9 Milliarden Facebook-Nutzer. Dann kommt die Volksrepublik China mit etwa 1,3 Milliarden Menschen. Dann kommt die Republik Indien mit auch etwa 1,3 Milliarden Menschen. Dann kommt Qzone. Was ist Qzone? Das ist das chinesische Facebook mit ungefähr 600 Millionen Teilnehmern und dann die USA mit 324 Millionen. Diese Grafik benutze ich seit mehr als 8 Jahren und sie hat sich mittlerweile stabilisiert. Vor 8 Jahren noch war China auf Platz 1, Indien auf Platz 2, Facebook auf Platz 3, dann kamen die USA und dann kam Indonesien. Und dann ist Facebook weiter nach oben diffundiert und dann kam irgendwann Qzone dazu. Und dieses Bild, was wir jetzt sehen, alles, was sich ändert, sind diese Zahlen hier, diese Zahl und diese Zahl. Die anderen bleiben gleich, die Rangfolge bleibt die gleiche, aber das musste ich ein paar Jahre lang ständig updaten. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt noch was zu den 300 Stunden Video pro Minute bei YouTube. Stellen Sie sich vor, Sie sind die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Das ist ARD, ZDF, WDR, BR, HR, Dreisat, Arte, 1 Live und so weiter. Pro Minute werden zurzeit bei YouTube mehr Videodaten hochgeladen als die 12 TV-Sender der Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland zusammen an einem Tag senden könnten. Pro Minute wird bei YouTube mehr Material hochgeladen, als die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland zusammen an einem Tag senden könnten. Und am Tag wird bei YouTube etwa 1 Milliarde Stunden Videos geschaut. Das ist Social Media im Jahr 2017. Und wir wollen aber ja über Social Bots und Fake News und dergleichen reden und deswegen ist es interessant zu gucken, wie viele der Profile, zum Beispiel bei Facebook, sind denn eigentlich nicht wirklich echt? Wie viele sind Fake-Profile? Und bei Facebook sind das geschätztermaßen 83 Millionen und bei Twitter sind es geschätztermaßen 46 Millionen. Und was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass ein Fake-Profile oder Fake-Account nicht unbedingt bedeutet, dass es ein Bot ist, der unter dem Account oder Profil tätig ist. AstroTurf ist eine Firma aus den USA, die stellt Kunstrasen her. Das sehen Sie manchmal in Wimbledon oder beim Super Bowl. Und AstroTurfing ist ein Begriff, den gibt es seit 10 Jahren.
der beschreibt das Phänomen, dass es Leute gibt im Internet, die sich für jemanden ausgeben, der sie gar nicht sind, um Nachrichten, zum Beispiel politische Nachrichten, Werbebotschaften oder auch religiöse Nachrichten, Graswurzelglaubwürdigkeit zu verleihen. Deswegen Astroturfing. Astroturfing bezieht sich auf das Phänomen, dass auch Menschen als Bot aktiv sein können. Wenn Sie zum Beispiel ein Restaurant haben in den USA, ist es sehr wichtig, dass Sie einen guten Yelp-Score haben. Wie kriegen Sie einen guten Yelp-Score? Nun, Sie könnten hier zu Craigslist gehen und eine Anzeige aufgeben oder schauen, ob da jemand eine Anzeige aufgegeben hat, wie diese hier zum Beispiel, Get 5-Star Reviews, Make More Money Today. Also da gibt es Leute, die bieten ihn an für geringes Geld. Zum Beispiel bei Fiverr. Fiverr ist so eine Social Website, wo Menschen Dienste anbieten für unter 5 Dollar. Sie gehen zu Fiverr und sagen, ich brauche vernünftige Reviews für mein Restaurant auf Yelp. Hier sind 4,90 Dollar, mach mir das. Gibt es genug Leute, die das machen? Es gibt Amateure bei Craigslist und Fiverr. Sie können das auch kaufen bei den Profis. Schauen sich die Preise an. 500 Likes kosten 10 Dollar, 1000 Likes kosten 16 Dollar, 5000 Likes kosten 70 Dollar. Das ist Astroturfing. Da gibt es Menschen, die arbeiten irgendwo, deren Beruf ist es, gegen Geld Sachen zu liken oder Reviews zu schreiben, zum Beispiel bei Amazon oder sowas. Nicht von Amazon aus, nicht? Diese Leute arbeiten nicht für Amazon, diese Leute arbeiten für Leute, die bei Amazon was verkaufen wollen oder bei eBay. Und jetzt zu den Social Bots, weil ein Großteil dieser falschen Profile, falschen Accounts ist tatsächlich, dass da ein Bot dahinter ist. Und dazu muss ich zunächst mal dieses API, Application Programming Interface, das ist eine Schnittstelle, die all diese sozialen Medienservices anbieten, schon seit ihrer Gründung, über die Sie mit Programmen auf diese Services zugreifen können. Ursprünglich war da die Idee vielleicht, dass Firmen, die bei Facebook ein Profil haben, über diese Programmschnittstellen mitverfolgen können, wie viele Leute jetzt auf ihrem Facebook-Profil aktiv sind, da was liken und so weiter. Aber natürlich kann man diese Schnittstellen auch nutzen, um Programme zu schreiben, die dann automatisch auf diesen Account zugreifen und dort Aktivität zeigen. Nachrichten posten, Tweets retweeten, ganz viele Hashtags in den Tweet reinpacken und so weiter. Und diese Programme, die automatisch auf diese Social Media Accounts zugreifen und dann so tun, ich muss das ein bisschen anthropomorphisieren, also muss es so tun, als wären diese Programme Menschen, weil es ist schwer, darüber zu sprechen sonst. Diese Programme, die automatisch sich irgendwo einloggen und dann Aktivität entfalten, das sind die Social Bots. Und wofür nutzt man die? Na, zum einen vielleicht, um selbst ein bisschen Beliebtheit oder Berühmtheit zu erlangen. Nicht? Je mehr Likes ich habe bei Instagram, desto besser ist das für mich. Wenn ich einen YouTube-Channel habe und vielleicht ein YouTube-Star werden möchte, dann hilft es mir auch, wenn ich viele Subscriber habe. Und da wäre es ja schön, wenn ich, wie gesagt, für 70 Dollar oder was das war, 5000 Likes einkaufen kann. Also solche Social Bots helfen Leuten, Bekanntheit zu erlangen. Die politischen Dimensionen sind, dass Sie natürlich auch Agenda-Setting betreiben können, wenn Sie vielleicht eine politische Partei sind und dann haben Sie einen Social-Bot, der die ganze Zeit irgendwelche Tweets raushaut oder bei Facebook irgendetwas verkündet, das vielleicht von einem wichtigen Thema ablenkt. Sie können auf diese Art und Weise Trends beeinflussen. Sie können natürlich Fake News erzeugen und Sie können das auch machen, um Leuten oder Organisationen zu schaden. Und Sie brauchen gar nicht wissen, wie man das programmiert. Sie gehen einfach ins Internet und laden sich die Dinger runter. All diese Webseiten existieren, können Sie sich gerne angucken. Gehen Sie zu Free Social Media Bots, da können Sie Social Bots runterladen und dann hinterher selbst laufen lassen. Wie erkennt man diese sozialen Social Bots? Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird und da muss man sagen, erstmal gar nicht, es sei denn, die sind so doof wie die hier von der AfD, weil die haben hier alle sehr viele Hashtags und das würde eigentlich kein Mensch so machen. Wenn die aber clever programmiert sind, dann legen die ein Verhalten an den Tag, die simulieren menschliches Verhalten.
auf eine Art und Weise, die für uns Menschen nicht als Simulation zu erkennen ist. Wir haben ja keinen direkten Gegenüber, wir haben ja keine Mimik, keine Körpersprache. Wir lesen nur etwas und deswegen haben wir auch die ganzen Emojis und Emoticons mit Smiley Face und so weiter, Zwinkerface, einfach um das, was in der schriftlichen Kommunikation fehlt, auszugleichen. Und wenn diese Social Bots gut schriftlich kommunizieren können, dann erkennen sie nicht, dass sie es mit einem Social Bot zu tun haben. Allerdings muss man sagen, nun gibt es Leute, die sagen, na ja, aber die sind so monoton und so regelmäßig und die haben einen gewissen Stil. Wir haben schon 2009 mal angefangen zu analysieren, mit sogenannten forensischen Methoden, ob man anhand von Twitter-Tweets erkennen kann, wer es denn ist. Und weil das 2009 war, ich wollte so ein bisschen angeben, ich mache das wirklich schon seit 10 Jahren, weil das 2009 war, waren damals die Berühmtheiten auf Twitter nicht Donald Trump, der spielte damals noch gar keine Rolle, sondern Ashton Kutcher oder Britney Spears oder Kim Kardashian oder Barack Obama oder Schwarzenegger. Und man kann sich dann anschauen, wann tweet. Man sammelt einfach ganz viele Tweets von diesen Leuten und da ist immer ein Zeitstempel dran und dann sieht man, dass die irgendwie so einen Biorhythmus haben, nachdem sie twittern. Und da sieht man zum Beispiel, dass Britney Spears, da findet am Samstag nichts statt, aber bei Kim Kardashian die ganze Zeit. Und interessanterweise auch hier bei Obama damals jeden Tag über, wohingegen Schwarzenegger am Wochenende offensichtlich die Pressestelle zu hatte. Und was wir hier sehen, einfach nur so auch wieder Angeberei meinerseits, das ist eine forensische Analyse des Schreibstils von, in diesem Fall hier, Ashton Kutcher und Britney Spears. Und was man da feststellt, ist, dass bei, das sagt Ihnen jetzt alles nichts und mir sagt das auch schon nichts mehr, ich weiß gar nicht mehr, was wir hier lesen, aber dass ein Tweet dieses Stils, I often ponder as to how similar the name Adam and the word atom are to one another, das ist so wirklich wirklicher Satz der englischen Sprache, das deckt etwa 80% der Tweets ab, die Ashton Kutcher so tweetet und die anderen sehen vielleicht so aus zu diesen Prozentzahlen hier. Und bei Britney Spears interessanterweise finden wir, dass es 3 Hauptstile gibt, wie Britney Spears twittert. Brits Up for People Choice Award. Erstmal Brits Up, das würde sie ja selbst nicht twittern. In der Tat ist das ihr Social Media Team gewesen. Also ungefähr 37% aller Tweets unter dem Account Britney Spears kommen vom Social Media Team von Britney Spears. Und dann over 1 million hits in 24 hours, you guys are really the best fans in the world. Das ist ihr Manager, der das getweetet hat. Und dann haben wir hier einen von Britney, das ist auf Platz 3, sozusagen 22% der Tweets auf diesem Account kommen von Britney. New leg, new song, new outfits, new do, Brit. Also wenn die mit Brit aufhören, dann wissen wir sowieso, das ist von Britney Spears direkt. Aber schauen Sie, hier ist ein Account, der heißt @BritneySpears und da sind mindestens 3 Leute, die über diesen Account twittern. Und deswegen die Leute, die sagen, ja, bei so Social Bots, da ist irgendwie die Variation so groß oder gar nicht so groß, und das heißt nichts. Sie erkennen diese Social Bots nicht. Entweder haben Sie hier so einen Langweiler wie Ashton Kutcher, der immer das Gleiche twittert, oder Sie haben wirklich so Accounts, wo tatsächlich mehrere Leute dahinter sind. Und dann fragen mich die Leute immer, ja, aber künstliche Intelligenz kann doch jetzt alles, und das stimmt auch fast, wir leben in einer neuen Zeit. Lassen Sie mich einfach nur ein Beispiel zeigen, das hier im Zusammenhang mit Social Media oder Textanalyse interessant ist. Hier ist ein Satz, ich lese Ihnen den vor. This film doesn't care about cleverness, wit or any other kind of intelligent humor. Und da sehen wir hier so einen Baum. Wir Informatiker haben die Wurzel von den Bäumen immer oben, nicht unten. Und das ist der sogenannte Syntaxbaum dieses Satzes. Und diese syntaktische Struktur, was ist das Subjekt, was ist das Prädikat, was ist das Objekt, ist von einem neuronalen Netz, das ist eine Methode der künstlichen Intelligenz, ist dieser Satz analysiert worden. Das neuronale Netz hat herausgefunden, was das Subjekt, das Prädikat, das Objekt und so weiter ist. Es hat auch herausgefunden, was für eine Konnotation die Wörter in diesem Satz haben. Zum Beispiel alles, was hier blau eingefärbt ist, Cleverness ist eine gute Sache. Oder Wit, das ist so auch Cleverness. Intelligence, das sind gute, positiv konnotierte Begriffe, die haben so ein blaues Plus hier und Humor hat sogar 2 Plus, Humor ist besonders gut. Aber insgesamt ist dieser Satz ja eine vernichtende Filmkritik, weil der Film eben nicht interessiert ist an Cleverness, Witness und so weiter. Und deswegen ist die Wurzel dieses Baums rot eingefärbt mit einem dicken Minus drin. Das neuronale Netz hat erkannt, was ist die Struktur dieses Satzes und hat verstanden, was ist der Sinngehalt dieses Satzes, dies ist eine negative Aussage. Da sind wir mittlerweile, künstliche Intelligenz im Jahr 2017 kann sowas.
Und das wird genutzt, und jetzt kommen wir zu den Chatbots, um das hier auch abzuschließen, zum Beispiel bei denjenigen von Ihnen, die mit Siri plaudern, wo ist das nächste Restaurant, oder die mit Cortana von Microsoft oder Alexa von Amazon oder Google Assistant, hat ein bisschen einen langweiligen Namen. Aber was die alle haben, das hat mich verwundert, als ich die Folie gemacht habe, Kreise scheinen hip zu sein. Aber diese Art von künstlicher Intelligenz, in der Texte verstanden werden, wird halt hier genutzt, um Ihnen eine möglichst natürliche Interaktion mit diesen Chatbots zu ermöglichen. Die künstliche Intelligenz ist aber noch nicht so weit, dass wir uns völlig darauf verlassen könnten, denn im letzten Jahr, wer erinnert sich, Tay von Microsoft, dieser Chatbot, den Microsoft live auf Twitter im Einsatz hatte, der dazugelernt hat aus der Kommunikation mit, man muss es sagen, den Trollen von 4chan, was Leute so interessiert und was Leute so twittern, hat dieser Bot gelernt, dass Rassismus total okay ist. Und dann hat Microsoft den dann nach nur 12 Stunden wieder vom Netz nehmen müssen. Und das hier ist tatsächlich noch ein ganz harmloser Tweet, der von diesem Take kam. Da gibt es viel, viel schlimmere. Und wie gesagt, das waren die 4chan-Trolle, die sich verabredet haben, dann mit diesem Twitter-Bot 6 Stunden lang intensiv Rassismus getwittert haben. Da hat er gelernt, dass Rassismus okay ist. Und die Konsequenz daraus ist, dass im Gegensatz zu dem, was die Leute mich immer fragen, ja, können wir nicht hier künstliche Intelligenz benutzen, um diese Chatbots zu erkennen? Nein, wir können das nicht. Wenn wir das könnten, würden Facebook und Google das tun. Und witzigerweise, ich habe der Frau Netzband diese Folien vor einer Woche geschickt und in der Zwischenzeit hat Facebook verkündet, ja, wir benutzen jetzt künstliche Intelligenz, um die Chatbots oder Socialbots zu erkennen. Und Google hat einen Tag später gesagt, ja, wir machen das jetzt auch, aber da sind immer noch Menschen dabei. Wenn das vollständig automatisch ginge, würden diese Player das tun, weil das ist super billig, das automatisch zu machen. Es geht aber nicht automatisch und deswegen tun die das nicht und deswegen ist das nicht die Lösung unserer Probleme in diesem Zusammenhang. So, was glaube ich, was die Lösung sein könnte? Also erstmal Social Media, Social Bots are here to stay. Der Geist ist aus der Flasche, das geht nicht mehr weg. Diese Social Bots sind durchaus in der Lage, unsere Wahrnehmung von Realität zu verzerren oder neue Realitäten zu schaffen. Es ist aber ein soziales oder gesellschaftliches Problem und kein technisches. Ich warne davor, hier nach technischen Lösungen zu verlangen. Sind die Dinger gefährlich? Da will ich jetzt erstmal nichts zu sagen, da habe ich persönliche Meinung. Was können wir tun? Meine Meinung ist, wir brauchen Medienkompetenzerziehung. Das ist hier wahrscheinlich preaching to the choir, wie die Amerikaner sagen. Wir sind alle medienkompetent, aber wir brauchen in der Gesellschaft ein Verständnis dafür, dass nur weil etwas im Internet steht, ist es nicht unbedingt Realität oder Wahrheit oder geprüft. Und dann bin ich schon fertig. Vielen Dank.